Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück bei Unopia und es ist tatsächlich wieder geschehen. Die Inari-Kolonien, unsere militaristischen Nachbarn, haben die Gelegenheit genutzt, dass die Helvaren beschäftigt sind. Haben sich gedacht, okay, wenn die hier im Krieg mit dem Block der Kadu und der Liga von Orassia sind, dann werden sie uns nicht angreifen. Nutzen wir die Gelegenheit und greifen Unopia an. Und das haben sie getan. Ja, und ich hatte das ehrlich gesagt nicht so richtig erwartet und auf dem Schirm. Erstens, weil wir doch sehr, sehr viel stärker geworden sind in letzter Zeit. Und zweitens, weil ich irgendwie dachte, die Archivisten helfen uns. Aber das tun sie nicht. Das tun sie, weiß Gott, nicht. Wir stehen allein da und wir stehen allein gegen einen stärkeren Gegner da. Das muss man einfach mal sagen. 173.000. So, bevor wir weitermachen, sollten wir die Sache mit den Kriegsforderungen erledigen. Ich würde mal sagen, wir werden Gräueltaten stoppen fordern. Das heißt, Sklaverei wird verboten. Das wird sie schwächen, weil sie haben viele Sklaven. Wir werden auch noch versuchen, sie zu demütigen. Und wir können keinen Planeten nehmen. Das entspricht nicht unserer Doktrin. Wir können nur Planeten befreien, die von uns erobert worden sind. Aber ich glaube, das betrifft hier keinen. Beziehungsweise, ja, befreien für andere, ne? Also so ist das zu verstehen. So, das Blöde ist, dass, ja, wenn man das tut, wir sind ja Vasallen von jemand anderem. Wir können also diplomatisch gar nicht agieren. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie befreien, dann werden die relativ schnell von Inaris wieder geschluckt werden. Aber wir machen es trotzdem. Ich würde mal sagen, die Jehet versuchen wir. Die Jehet mal zu befreien mit ihrem Hauptprovinz Jehet. Dann suchen wir nochmal Historia vielleicht. Das gehört auch zu denen. Und hier dieses Chesuetov oder wie auch immer. Da haben wir es. So, und dann sind wir bei 97 und das legen wir einfach mal fest als Forderung. So, jetzt ist die Frage, wir müssen natürlich jetzt auf diesen Krieg uns jetzt hier einlassen. Und das bedeutet, wir brauchen Mineralien, wir müssen produzieren, produzieren, produzieren. Wir werden jetzt von unseren Sektoren uns mal was geben lassen. 15.000. 15.000 in die Reichsvorräte. Das ist schlecht, weil wir Speicherkapazität von 24.000 nur haben. Insofern werden wir gleich direkt erstmal verkaufen. Wir möchten Mineralien kaufen. So. Genau. Wie viel Mineralien Speicherkapazität? 38.000. Okay, das werden wir nicht ausreizen. Das ist gut. Dann machen wir das jetzt nochmal mit den Sektoren. Und dann haben wir jetzt wieder 16.000. Von hier würden wir 7.000 bekommen. Und das passt genau mit den 24.000, glaube ich, ne? Ja, hervorragend. Dann holen wir uns die auch noch. Ja, es war ein bisschen mehr jetzt, aber ist okay. So, und dann tauschen wir... Ne, hier war es nicht. Dann tauschen wir nochmal. Mineralien kaufen. So. Auf 15.000 haben wir jetzt. Jetzt können wir ohne Ende bauen, aber ja, so schnell sind wir nur auch nicht, muss man mal auch sagen. So, Kreuzer legen wir noch ein bisschen nach. Zerstörer und Korvetten. Ja, jetzt wäre es doch vielleicht besser gewesen, hätten wir eine zweite Strecke. Wir könnten dann deutlich schneller nachbauen. Okay, wir haben auch nur noch wieder 5.000. So, dann, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Wir könnten uns jetzt frontal stellen, wobei ich glaube, dass wir unterlegen sind. Wir könnten aber, glaube ich, also wir sind, glaube ich, nicht sehr stark unterlegen. Wir sind unterlegen. Wir würden es, glaube ich, vielleicht schaffen, bis zum Wegspringen einfach mal ein bisschen was runterbekommen von denen, runterzubekommen. Ich weiß es nicht so richtig. Die Alternative wäre, dass wir hier reinspringen, um diese 32.000er Flotte zu erledigen. Und diese Flotte fliegt nämlich nach Eam. Das hatte ich vergessen zu erwähnen, habe ich jetzt auch erst gesehen. Also ich würde mal sagen, wir machen das. Wir springen hier nach Ripigawa. Und der Avatar, der ist, glaube ich, schneller. Boah, der kann weit springen. Den werden wir aber erstmal dorthin bringen. Und dann müssen wir das irgendwie so ein bisschen timen. So, außerdem hatte ich ja gesehen, der Gegner hat viele Bomber. Ich glaube, für die weiteren Schiffe werden wir nochmal am Schiffsdesigner was verändern. Wir werden hier beim Kreuzer doch mehr Punktverteidigung machen. Wir nehmen einmal normale Punktverteidigung rein und einmal Flakartillerie.
So, und hier nehmen wir stattdessen, glaube ich, das Kanonenboot. Bring da mal den Gammeleser rein. Und hier... ja, die Autokanone. So, und hier unten machen wir automatisch fertigstellen. Und dann speichern wir das Ganze. Und dann wollen wir mal sehen. So, okay. Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Dann lassen wir das Ganze jetzt seinem Lauf. Und das Habitat ist tatsächlich fertig und kann kolonisiert werden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt machen sollten. Ich meinte, ja, wir haben... Schaden kann es vielleicht nicht. Ich meine, so teuer ist das nicht, oder? Da ist es doch hier. Komm, dann kolonisieren wir das jetzt. Nehmen wir Menschen. Energie haben wir genug. Dann hau das darauf jetzt. Okay. Gut. Dann jetzt mal weiter und... The apostates are after our spaceport. Jetzt geht's los. Die Riesenflotte ist jetzt hier. Und knallt jetzt erstmal hier eine unserer Festungen weg. Das werden wir nicht verhindern können. Das geht sehr schnell. Und auch unser Raumhafen dort ist erledigt worden. Ach so, wartet mal. Aber eine Sache ist jetzt noch wichtig. Und zwar, was unser Anführer betrifft. Ich glaube, für die Hauptflotte ist Chuanzi Tu vielleicht der bessere, weil der die Eigenschaft hat, Waffenreichweite. Wobei, wenn wir jetzt hier reinspringen, ist das nicht unbedingt wichtig, weil wir da sofort ja hier an die Station gebunden werden. Aber danach werde ich das, glaube ich, wechseln. Aber der Avatar kann auch lustigerweise einen Anführer bekommen. Und da nehmen wir dann erstmal für den Chuanzi Tu. Vielleicht steigt er da noch auf. So, die Schutzflotte, die braucht allerdings eine Zeit, ehe sie da ist. Und wir müssen jetzt akzeptieren, dass das EAM jetzt niedergebombt wird und vermutlich auch gleich belagert wird. Da müssen wir gucken, wo die andere Flotte hinfliegt. So, hier haben wir eine Wissenschaftlerin, die ist aufgestiegen. Okay, okay, okay. Feindflotte ausweichen. Das war irgendwie was von unserem Sektor. Feindflotten in der Nähe. Zeitkritisches Projekt spielt keine Rolle mehr. Was mir noch eingefallen ist, wir brauchen hier mit unseren Konstruktionsschiffen, wir müssen neue Wurmlöcher bauen. Dann bauen wir mal hier eins hin. Wir müssen mehr Spielraum haben. Und was ich mir auch vorstellen könnte, dass wir vielleicht mal hier unsere Armeen irgendwo ein bisschen zumindest näher ranbringen. Vielleicht hier oben hin. Dass sie im Zweifel nicht ganz so lange brauchen. Und von Kratz werden wir die auch mal entsenden. Okay. Gut. Oder auch nicht gut. Wir werden es erleben. So. Jetzt der spannende Moment ist, wie lange braucht die Schutzflotte? Sie ist jetzt da und braucht jetzt 40 Tage bis Ripigaua. Ab wann lassen wir unseren Avatar springen? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, der ist super schnell im Sprung. Keine Ahnung. So, was ist hier noch? Die Xura Corp meldet sich, ob wir das Abkommen verlängern mit dem Xura-Gel. Ja, machen wir mal. Kostet uns 1000. Wir haben dann noch eine Reserve bei den Sektoren, deswegen erlaube ich das mal. So, wir bleiben bei der Schutzflotte, die inzwischen auf 105.000 angestiegen ist. In 15 Tagen ist sie da. Ich glaube, jetzt können wir auch den Avatar mal losschicken. Keine Ahnung, wie schnell der ist. Wir werden mal sehen. So, und hier sind drei Transportflotten. Sind jetzt hier, um EAM zu erobern. Oh mein Gott. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Das ist immer nur ganz kleine. Naja. Aber ich glaube, eine direkte Konfrontation können wir jetzt noch nicht vertragen. So. Unterhaltsschiffe, minus 5%, das hilft uns durchaus jetzt im Krieg ein bisschen. Was können wir noch machen? Na, das ist alles... Wir werden mal den Alien Zoo, das ist
Wie gesagt, jetzt nur ein bisschen Aufholen von alter Technologie. Ohne Bedeutung jetzt. Heretic Station engaged. So, und jetzt sind wir im Flottenkampf, oder? Tatsächlich. Ist der Avatar, der ist noch nicht da. Aber wir sind jetzt da. Und unsere Stärke ist irgendwie reduziert worden. Das hängt aber, glaube ich, mit dem Feld hier der Festung zusammen. So, und dann wollen wir mal sehen. Und dann wollen wir mal sehen, wie wir uns jetzt hier schlagen. Wir können mal ein bisschen lang... Ups, ein bisschen langsamer machen. Jetzt ist der Avatar da. Kämpft mit, sehr schön. Ich hoffe, er macht auch ordentlich Schaden, dass dort der General aufgewertet wird. Idealerweise auf 6 und dann können wir ihn tauschen mit der Flotte. Und ich hoffe auch, dass wir hier nicht selbst allzu viel Schaden machen. Ja, vielleicht sollte ich mir den Kampf hier auch nochmal anschauen. Ja, und ich meine, der Gegner hat ja immerhin hier eine 30.000er Flotte. Jetzt nur noch 20.000. Und seine doofe Festung. Und es sieht so aus, als ob wir jetzt nicht irgendwie einen Riesenschaden machen. Was erfreulich ist. Also Riesenverluste. Die Flotte scheint gleich weg zu sein. Jawohl. Jetzt haben wir sie, glaube ich, schon. Kommt eigentlich jetzt die gegnerische Flotte möglicherweise hier, um uns abzufangen? Das ist auch noch eine Möglichkeit. So, jetzt ist nicht mehr viel da. Jetzt ist die Festung dran. Und hinten die Station. So, Leute. Kommt, 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 kommt. Okay, alles hin. Sehr schön. Was ist hier noch? Hier ist tatsächlich noch eine Transportflotte, die wird aber gleich wegspringen, vermutlich. So, was ist denn jetzt hier los? Das sind jetzt nur noch die Transportflotten. Aber die fliegen auch schon weg. Die Folgen der Hauptflotte. Ja, weißt du was? Warum? Weil die Hauptflotte jetzt zu uns fliegt. Das ist natürlich jetzt mistig. Das ist natürlich jetzt ganz gefährlich. Wir müssen eigentlich weg hier. Können wir noch... Ist die Frage. Können wir hier noch... Achso, eine Sache will ich erstmal hier auf Wunsch einiger Zuschauer... Will ich hier nochmal uns die Flottenkampfstatistik anschauen. Aber das ist nur die vom Avatar. Der hat immerhin 3 Zerstörer und 6 Korvetten erledigt. Aber das ist nicht so wirklich aussagekräftig. Der andere... Die andere Schlacht... tobt noch, deswegen bringt das jetzt nichts. So, die Transportschiffe. Ich hoffe, vielleicht erledigen wir ja sogar noch welche davon. Das wäre echt cool. Aber es hält uns, glaube ich, eher nur auf, ne? Was ist denn das hier? Bei den Zyganen verlagern sich die Regierungsgesinnungen. Okay, sie sind nach außen hin materialistischer geworden. Was ist denn das hier? Warum geht denn der Kampf nicht weiter? Das nervt ja tierisch. Was macht ihr denn hier? Hä? Ich kann euch wegbefehlen. Ja, sie sind weggesprungen. Okay, jetzt können wir uns auch die Schlacht nochmal anschauen. Wir selbst haben Kreuzer, 2 Zerstörer und eine Korvette verloren. Sogar ein Kreuzer. Während der Gegner so gut wie alles verloren hat. Inklusive Festung. Ja. Kein Aufstieg. Das ist schade. Jetzt ist aber die große Flotte des Gegners da. Und jetzt haben wir echt ein Problem. Wie kommen wir jetzt hier raus aus der Nummer? Warte mal. Wenn ich jetzt hier wegspringe. Zum Beispiel nach Pytham. Wo bewegst du dich dann jetzt hier lang? Da, das ist äußerst ungünstig. Können wir auch da hinten irgendwie wegspringen? Versuchen wir es mal. Ansonsten war das jetzt eine ziemliche blöde Aktion. Vielleicht können wir uns auch hier aufteilen. Wo springe ich da jetzt eigentlich hin?
an irgendein sinnloses System, das ist okay. Hm. Verdammt, unser Avatar, der ist irgendwie langsam. Kommt mir so vor. Das gefällt mir ja gar nicht. Die Flotte ist deutlich schneller. Nicht, dass unser Avatar jetzt abgefangen wird. Was können wir denn da tun? Ich will hier nicht auf deren Territorium gewissermaßen diesen Kampf wagen. Mir war so, als hätten wir irgendwie einen Vorteil, wenn wir auf unserem Gebiet kämpfen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Was machen wir denn hier? Können wir das irgendwie beschleunigen? Können wir vermutlich nicht. Vielleicht können wir diese kleine Flotte hier jetzt hinführen, sodass die zum Kampf kommt und die dadurch aufgehalten wird. Geht das? Das wäre, ich meinte, wäre ein absurder Trick. Aber er müsste Heretic Fleet engaged. Ja, das funktioniert tatsächlich. Okay. Reicht das für den Avatar zu fliehen? Wir können auch ein bisschen schneller machen. Ja, auf jeden Fall wird sie aufgehalten. Das funktioniert tatsächlich. Darkness has claimed one of our fleets. So, ein Schuss erledigt, aber wir versuchen das gleiche Spiel hier nochmal. Construction complete. Können wir von dort springen eigentlich? Wie ist das mit dem Springen? Ja. Da brauchen wir nur den Rand erreichen. Und bei dir? Okay, das ist der schnellste Weg zum Rand. Gut. Mit ein bisschen Glück schaffen wir das. Construction complete. Allerdings dauert das natürlich noch heftig lange, ehe wir da bereit sind zum Sprung. Das muss man natürlich auch bedenken. Die Frage ist, zum Beispiel, wir könnten jetzt hier ein Schlachtschiff opfern, um da jetzt rauszukommen aus der Nummer. 43 Tage brauchen wir für diesen Sprung. Das ist ja unglaublich. Na, ich würde sagen, wir versuchen uns aber mit dem Schlachtschiff. Ich würde jetzt schon sehr gerne diesen Kampf vermeiden. Irgendwie geht es gar nicht voran. Was ist das denn bitte? Also der Avatar kann rausspringen. Gut. Aber was ist mit dir? Warum geht das hier nicht weiter? Warum gibt es hier keinen Fortschritt? Was ist denn das? Was ist das? Warum gibt es keinen Fortschritt? Ich fasse es nicht. 43 Tage steht da und es tut sich nichts. Oder habe ich den gar nicht den Sprungbefehl gegeben? Doch, sonst würde da nicht 43 Tage stehen. Ah, das wird nix. Wir werden in den Kampf verwickelt werden. Okay, dann ist es einfach so. Ich verstehe aber nicht, warum ist das? Warum kommen wir da nicht raus? Sind wir doch auf der falschen Seite? System irgendwie nicht kapiert. Weiß ich auch nicht. Dann müssen wir jetzt kämpfen, bis wir einen Notsprung machen können. Hilft nichts. Oder ist das in Pytham irgendwie belegt? Ich verstehe das nicht. Weil unser Avatar nutzt ja gar nicht das Wurmloch-System. Der hat ja einen anderen Antrieb. Der hat ja hier den Psi-Sprungantrieb. Das sollte eigentlich... ich verstehe es wirklich nicht, Leute. Jetzt sind wir tatsächlich im Kampf. Mit der großen Flotte. Jetzt wollen wir mal sehen. Und wir hatten jetzt nicht den Anführer mehr getauscht. Ludmila Dragimirov muss das jetzt machen. Oh, Leute, 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 Leute. Werden wir voll vernichtet werden? Also, wir springen natürlich raus. Das ist klar, sobald es geht. 21 Tage. Mal gucken, wie wir uns hier schlagen. Was wir verlieren dabei.
94, 93. Noch 16 Tage. Wäre schön, wenn wir ein paar Schlachtschiffe behalten könnten. Tile blocker cleared. 91, 90 und 13 Tage noch. Das wird. Das könnte bitter werden. Was ist mit denen eigentlich? Das dauert noch länger bei denen. Ach, Leute. 13 Tage. Ah, 12. Jetzt wird schon langsam. Wir verlieren Schlachtschiffe, aber richtig. 4 schon. Noch 11 Tage. Oh mein Gott. Das könnte eine richtig verdammt bittere Schlacht werden. 9, 8. Bitte haltet noch ein bisschen durch. Haltet noch ein bisschen durch. 7. 6. 5. 4. Ich hätte den Avatar vielleicht doch noch haben sollen. Dann hätten wir uns ein bisschen besser geschlagen. Noch 3 Tage. 2. 1. Und weg. Nochmal 6 Schiffe dazu verloren. Und hier hinten, wann können wir uns da rausziehen? Ah, die sind ja gerade erst. Die sind gar nicht drin in der Schlacht. Also alles, was hier noch weg kann, sollte verschwinden natürlich. Ach, Leutchens. Mann. Wo treffen wir uns denn? In Pytham vielleicht? Vielleicht. Der ist leider schon verwickelt. Den können wir noch rausziehen. Ja, gut, da haben wir ein bisschen was verloren. Das ist einfach so. Schauen wir uns das an. Eine Korvette hier und 12 Schlachtschiffe. 41 Korvetten, 21 Zerstörer. Und keine Kreuzer, interessanterweise. Ist ja ein Ding. Ich glaube nicht, dass sie besonders gut sind, aber die waren offenbar nicht in Schusslinie. So, jetzt versuchen sie uns hier noch abzufangen, aber das ist natürlich alles Lappalien. Tja, liebe Leute, das ist der Stand der Dinge. Also, wir haben. Gut, man muss auch bedenken, wir haben immerhin eine 30.000er Flotte zerstört. Dafür haben wir jetzt 30.000, 35.000 verloren. Der Gegner hat auch minimal was verloren. 172.000. Also ich würde mal sagen, pari pari durch die Situation jetzt. Aber wir sehen doch, wie sehr wir unterlegen sind. Und das heißt, also eine frontale Schlacht können wir auf keinen Fall führen. Wir können nur hoffen, dass sie sich mal wieder so blöd anstellen und mit der Eroberung nicht richtig klarkommen. Aber, oder dass wir vielleicht mal eine Transportflotte von denen erwischen. Solche Geschichten. Vielleicht kann man mit den schnellen Avatar im Hinterland irgendwie agieren. Das ist vielleicht noch eine Möglichkeit. Und sie dadurch irgendwie total ablenken. Zum Beispiel hier, indem wir hierhin fliegen. Und ich weiß gar nicht, ob der Avatar kann der auch bombardieren. Auf jeden Fall im Rückraum operieren mit dem Avatar. Das wäre vielleicht jetzt im Moment das Einzige, was mir im Moment noch einfällt. Schaut mal, wir können direkt. Oh, wir können super weit mit dem springen. Das ist ja richtig cool eigentlich. Gut. Das wäre also noch ein Weg. Wir könnten zum Beispiel hier direkt hinspringen, die Wurmlochstation erledigen. Also, der Avatar scheint jetzt wertvoll zu sein. Die große Flotte halten wir jetzt in der Hinterhand und versuchen neu aufzubauen. Und dann müssen wir einfach ein bisschen hoffen und bangen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwein.